Kleidchen, die möchte ich euch zeigen heute, wie die gemacht werden. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare, die ihr immer uns gibt. Danke! Also für dieses Kleidchen brauchen wir Garn, und zwar in 3 Farben. Und dann habe ich hier für so Perlchen an die Blumen zu kleben. Und hinten habe ich den Knöpfe. Habe diesmal keinen Klettverschluss, sondern Knöpfe gebraucht. Also da habe ich diese Knöpfe in rosa, weil ich habe die Wolle in rosa. Ist da, wo lila ist. Und wo grün ist, habe ich dieses braun. Und wo weiß ist, habe ich weiß. Okay, das wäre das mal. Dann natürlich meine Anleitung. Komm, Knöpfchen, geht mal rauf, das brauche ich ganz zum Schluss. Und jetzt müsste ich den mal ausziehen. Es kommt immer auf die Wolle drauf an. Ihr könnt manchmal mit der Anleitung, wenn ihr eine andere Wollstärke habt, da nichts mit anfangen. Ich habe jetzt hier eine von 50 Gramm, eine Lauflänge von 75 Meter. Vielleicht hilft euch das. So. Was ihr dann sonst müsst, da habe ich nicht keine schöne Winde. Da habe ich auch ein extra Video von. Also, dann nehmt ihr eure Puppe und messt immer. Also, ach so, mich hatte vorhin mal jemand gefragt, wie lang die ist. Oder gleich mal gucken. 39 cm. Also, die erste Reihe werden 56 Luftmaschen. Die habe ich schon mal angeschlagen, weil Luftmaschen, dort wisst ihr ja, wie es geht. Und dann schaut ihr, ob es bis hinten reicht. Jawohl, reicht. Gut. So, jetzt, Schatzele, du kommst jetzt mal an der Seite, sonst verdeckst du mir hier alles. Jetzt häkle ich zuerst dieses Stück vom Rock runter. Das sind alles feste Maschen. Also, es wären 56 Luftmaschen. Die erste lassen wir ja liegen, gehen in die zweite rein und machen alles feste Maschen. Das könnt ihr ja sicher auch, ist ja eigentlich auch klar. Alles feste Maschen. Bis zum Schluss. Dann kommt die nächste Reihe. Also das war die erste, die 55 feste Maschen. Die zweite noch einmal 55 feste Maschen. Das war hier. Und dann kommt Zunahme. Bis hier in jede fünfte 2 Stück. Und dadurch haben wir den 159. Das ist dieses lilare Stück. Dann kommt die andere Farbe. Jetzt mache ich erstmal dieses lilare, damit ihr dieses bis hierhin schon mal habt. So, jetzt bin ich hier. Eine 8. Reihe habe ich jetzt fertig. Ich habe mir hier immer Striche gemacht, damit ich wusste, an welcher Reihe ich noch war. Weil man sieht ja da nicht so. Sonst habe ich ja immer der Gedächtnisfaden und dann macht das doch was aus. Aber so mit meinem Hin und Her ist das für mich so besser. Jetzt steht eine andere Farbe. Jetzt nehme ich ja dieses Braune. Das wäre jetzt hier, wo dieses Grüne ist. Da wird jetzt gehäkelt. Und zwar von der 9. bis 16. Reihe bleibt die. Da wird nicht zugenommen, nicht abgenommen, nichts. Seht ihr, das ist denn hier. Und dadurch, dass ich ja hier zugenommen habe, das seht ihr ja schon, dass sich das kräuselt, ist denn diese Wellen im Rock. So. Okay. Und wenn ich denn an der 16. Reihe bin, kommt denn das Weiße. Kommt ja wieder die andere Farbe. Seht ihr so? Und das wäre jetzt, sieht man das? Eine andere Farbe. Dieses Braun fand ich zu dem Rosa, irgendwie sah das gut aus. Und jetzt mache ich bis zur 6. Dann kommt die andere. Und dann nehme ich wieder, dann nehme ich 2 Luftmaschen. 17. Reihe und dann bleibt das auch bis zur 18. Reihe. Hier, da, das. Und da kommen Stäbchen. Da dürft ihr hier nicht hier, also vergessen, hier
Das sind Stäbchen. Das waren ja alles feste Maschen. Das sind Stäbchen. Seht ihr? Hier. Und dann könnt ihr immer noch mal vorhalten, ob es reicht. Und sonst macht ihr einfach in Reihe noch mal dazu, wenn ihr meint, oh, das ist mir zu kurz, ich will ein bisschen mehr. Dann kommt das Oberteil dran. Also bis hier mache ich das schon mal fertig. Jetzt habe ich ja den Rock fertig. Ich hatte ja hier da drauf geschrieben, 19. bis 20. Reihe. Also ich habe noch mal hier eine dazu gemacht, war mir ein bisschen zu knapp. So, jetzt kommt das Oberteil. Also, wir fangen noch mal neu an. Und dann gehen wir hier rein. Machen die fest. So. Und jetzt kommen... Was wird? Oberteil 55 feste Maschen. Also gehen wir immer hier rein und machen 55 feste Maschen. Wenn ihr jetzt hier oben mehr gehäkelt habt, dann würde die Zahl auch anders sein. Aber da müsst ihr gucken. Ihr müsst zwischendurch mal immer an euer Püppchen Maß nehmen, ob es auch noch passt. So, und dann, wenn wir die 55 haben, machen wir das 9 Reihe. Seht ihr hier, da habe ich das da dran gehäkelt. Das sind dann die 9 Reihe bis zur Ärmel, bis unter der Ärmel. Dann kommen die Ärmel hier. Das zeige ich euch. Jetzt mache ich aber erstmal hier dieses, bis zu den Ärmel. Jetzt habe ich das hier bis zum Ärmel fertig, dieses Stück. Jetzt kommen die Ärmel dran. Also 11 feste Maschen, das wäre für dieses hier. Und das kommt... 4 Reihen rauf. Jetzt bin ich da draußen gekommen. Also die 4 Reihen rauf. Und dann kommen 9 frei. Und dann werden hier die 16 gemacht. Dann wieder 9 frei. Und hier hinten zum Schluss wieder die 11. Und meine Nadel. Also hier kommen zuerst die 11. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann drehen wir das jetzt rum. Und mache weiter. Wieder 11 hier zurück. Dann wieder zurück, bis wir 4 Reihen haben. Dann lassen wir hier die 9 frei und machen die 16. Dann wieder 9 freilassen und die restlichen 11. Dann haben wir, ich drehe das mal rum, dann sieht man das vielleicht noch besser. Dann wäre das bis hier. Dann kommt der Kragen dran. Also, das machen wir jetzt als nächstes. Also, jetzt habe ich das fertig bis hier unten an die Fixierung. Die Wolle ist jetzt etwas dünner wie diese. Ich habe also 2 Reihen mehr gemacht. Ihr müsst das dann mal an euer Püppchen ausmessen, ob das so reicht. Ihr kommt immer auf die Wolle drauf an. Jetzt kommt unten das Muster. Also, das wäre, hier rein, 5 Stäbchen in eine feste Masche. Also machen wir hier 2. 1, 2. Na, 3, 4, 5. Dann kommt eine feste Masche in die zweite feste Masche, also 1, 2 hier überspringen und in die nächste eine feste. Dann wieder 2 überspringen und hier 1, 2, da wieder 5 rein. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 2 überspringen, eine feste Masche. Seht ihr?
Ich mach das hier, bei dem Dunklen tue ich eigentlich nicht gern mit, hier am Video mit Häkeln, aber das gefiel mir eben bei dem Rosa so gut, weil man sieht das so schlecht. Ich zeige euch das hier bei dem Hellen noch einmal, seht ihr, 5 Stück in eine, 2 überspringen, eine feste Masche, 2 wieder überspringen, die 5 feste. Das dann bis zum Schluss. Dann häkeln wir das hier dran, seht ihr? Und dann kommen die Knöpfchen hier. Da habe ich jetzt, weil das rosa war, habe ich hier solche rosa. Und dann zeige ich euch das Blümchen. Und da habe ich ja hier auch so Perlchen, die ich da drauf nähe. Jetzt nähe ich das. Und hier zeige ich euch dann, wie ihr diese Schlaufen macht. Okay, jetzt mache ich erst das fertig. So, jetzt habe ich ja Kragen dran genäht. Ich hatte die Fäden, die ich hier überall hatte, damit habe ich das dran genäht. Lasst das ein bisschen länger und dann könnt ihr das gut. Jetzt habe ich die Knöpfe genäht, das könnt ihr ja auch ohne mich. Jetzt wisst nur diese Schlaufen, wa? Wie ich die gemacht habe. Also, habe den Faden, diesen Stickfaden nehme ich dann immer gern, der dünnere. Habe hinten einen Knoten gemacht. Und jetzt gucke ich also da rein und gehe dann hier nochmal, dann ist das fest, braucht ihr das gar nicht fest zu nähen. Wenn ihr dann der Knoten habt, ist das dann fest so. Und jetzt geht er vorsichtig immer hier rum, so um den Knopf, damit ihr wisst, wie groß das sein muss. Dann hier rein, aber nicht das untere mitnehmen. Dann müsst ihr das wieder ausrüffeln. Und dann wieder rum um den Knopf. Hier nochmal rein. Nochmal rum. So dreimal, wenn er das jetzt hier doppelt hat, würde das reichen. So, dann tut er den Knopf raus. Und jetzt geht er hier rein. Hier zurück. Hier wieder rein. Hier zurück. Ne? Hier zurück, habt ihr oben immer so eine Schlaufe und das rundherum. Und dadurch ist das denn was fester. Seht ihr, vielleicht noch mal was zurückziehen. Hier wieder durch und so rundherum. Okay, da habe ich noch zweimal, die ich machen muss. Dann habe ich ja oben das Blümchen, da habe ich hier eins schon mal gemacht, ich mache das jetzt in weiß, weil ich ja da unten auch in weiß hatte, so hier drauf. Und da wird ja nachher das Perlchen drauf genäht, drauf geklebt. Damit, hier mit dem Faden vernähe ich das. Jetzt fehlt mir ja noch eins. Also, den habe ich hier unten, ist ganz einfach, und die Blümchen sind so toll. Also Fadenring, Faden holen, festmachen und dann 6 feste Maschen. Na, wirst du jetzt? Da habe ich auch dieses dünnere Garn genommen, weil das dann irgendwie besser aussah wie das dicke. Dann wäre die Blume mir zu dick. 2, 3, 4, 5, 6. So, da ziehen wir jetzt zu und dann steht da Kettemasche. Also Kettemasche heißt, hier in die erste gehe ich rein. Und mache hier eine Kettemasche. So, mache ich zu. Dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann 3 Stäbchen in dieselbe feste Masche nochmal 3 Stäbchen rein. 1, 2, 3. Okay. Dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in die nächste mache ich eine Kettemasche. 3 Luftmaschen, Kettemasche. In die feste Masche. Und das 6-mal. Also wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Hier in diese. Wieder, wo ich die Kettemaschen drin hatte, 3 Stäbchen, 1, 2, 3,
Na, nochmal. So, drei Luftmaschen. In das feste Stäbchen der, die Kettemasche. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Drei Stäbchen. Und das wäre dann sechsmal, wir hatten ja sechs feste Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und in das andere wieder die Kettemaschen und so weiter. Und das wird dann hier drauf genäht und dann haben wir das gleich fertig. Das machen wir jetzt. So, jetzt habe ich mein Babychen fertig. Sieht auch süß aus, das Kleidchen. Ja? So, und hinten mit die Knöpfchen. Das war ja in dieser Farbe. Jetzt noch einmal die Anleitung. Tut der Computer auf Vollbild und könnt ihr dann abschreiben und auf Stand. Also das war der Rock. Dann kommt die, das Oberteil, der Kragen und die Blume. Ja, tu noch mal langsam hochschieben. So, okay. So, das wären die zwei Kleidchen jetzt fertig. So, bis zum nächsten Mal.